Sehr verehrte Inter und Interinnen, wir haben uns heute hier versammelt, weil wir ein Geschenk bekommen haben. Ein Geschenk von unserem Meister, Master Yi. Ein originales Schwert und wir werden es heute ehren. Der Erschaffer dieses Schwertes hat uns eine geheimnisvolle Nachricht mitgesendet, dessen Inhalt ich nicht interpretieren kann. Aber ich bin mir sicher, es war ein besonderer. Unsere Aufgabe heute ist es, ein neues Zuhause zu schaffen für dieses Artefakt. Doch lasst mich etwas vorlesen. Master unserem Rift, geheiligt werde dein Name. Deine Q komme, deine Ult geschehe, wie im Jungle so auf der Botlane. Unsere tägliche Elo gib uns heute und vergib uns unseren Int, wie auch wir vergeben unseren Intern. Und führe uns nicht zu Clown Fiesta, sondern erlöse uns von dem Greed. Denn dein ist das Schwert und der Skill und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Q drücken. Witnessen Sie gemeinsam mit mir den Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der Moment, in dem das Schwert zu uns kommt und uns alle erlöst. Es ist wundervoll. Ich darf es berühren. Und wir alle dürfen es angucken. Für den Rest unseres Lebens. Unsere Augen werden es gleichzeitig zum ersten Mal erblicken. Meine Damen und Herren, das gab es noch nie. Noch nie hat es so etwas gegeben. Der Int wird mit uns sein. So wie es noch nie war. Vertrauen Sie mir. Es geht los. Nicht mehr viel, wovon wir es befreien müssen. Es ist hartnäckiger verpackt, als ich dachte. Da wurde ordentlich gearbeitet. Schaut es euch an, wie es langsam zum Vorschein kommt. Sagt es gemeinsam mit mir! Schwert! 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 Oh. Alles kommt zusammen. Monatelang haben wir gewartet. Monatelang haben wir uns auf diesen Moment gefreut. Monatelang wollten wir nichts als das. Und jetzt wird es uns alles geben, was wir brauchen. Elo, Skill, Q drücken. Alles, was Sie sich wünschen können. Eine wundervolle Verarbeitung. Großartiges Handgefühl, das merke ich jetzt schon. Das hier ist ein Schwert erster Klasse. Also sagt es gemeinsam mit mir. Schwert. 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 Schwert.
Schwert! Schwert! Schaut es euch an! Wir haben es! Es ist hier! Das Ding ist fucking massive! Es sieht so geil aus! Ich muss meine schwarze Brille abziehen. Das ist alles aus Metall, das ist alles ein geiles Finish. Die Farbe, guckt euch die Farbe an. Es ist 1:1 die Project Master Yi Farbe. So, guckt euch dieses Teil an. Das sind 2 Meter. Das sind 2 Meter und das ist nicht mal schwer. Also es ist massiv schwer, aber es ist nicht schwer. Einfach nur schön, wirklich. Stell es mal aufrecht neben dich. Ich weiß nicht, ob ich diese Spitze auf dem... Ach, scheiß drauf. Ich bin 1,93 Meter, ne? Schwert? Ich. Oh. Das Schwert ist zu groß für die Cam, ja? Moment, ich arbeite dran. Das Schwert ist größer als ich. Das hier ist das Hauptschwert. Das Hauptschwert, mit dem Master Yi so rumläuft, das ist schon scheiße groß, sag ich, wie es ist. Und das hier unten ist das, was sich ausfährt, sobald er ultet. Keine Ahnung, wie er mit diesem Schwert sprintet. Geschweige denn cute. Ich weiß es nicht. Tune kann ich leider jetzt auch nicht. Nee, tatsächlich nicht. Aber heilige Scheiße, ist das geil. Und was mich ja auf einem anderen Level satisfied, jede Kante, jede Ecke ist hier einfach super clean. Das ist alles super clean zusammen. Ich liebe es. Ich habe es absichtlich nicht schärfen lassen, weil ich dieses Risiko nicht eingehe in diesem Haushalt. Schärfen wäre wahrscheinlich auch keine schlechte Entscheidung gewesen, aber eine dumme Entscheidung. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wie viel hat das gekostet? Viel zu viel. Ihr habt mich überredet. Ihr wart so, Lukas, du brauchst das. Du brauchst das. Du brauchst das. Und habt das Geld dafür reingeballert. Dieses Schwert hat fast 3000 Euro gekostet. Aber... Das sind 3000 Euro, die den Rest meines Lebens bei mir sind. Und die haben sich gelohnt. Wie schwer ist das gute Stück? Schwer. Das ist Solid Metal. Das ist Solid Metal. Hier ist kein Stück Plastik. Das ist verschraubt. Das ist hart. Das Zeug hier ist der Shit. Das ist der absolute Shit. Baust du eine Vitrine dafür mitten im Raum? Ich habe wundervolle Wandhalterung mitbekommen. 3D gedruckte Wandhalterung. Dieses Schwert wird uns begleiten. Wenn wir nämlich hier so sitzen, wird dieses Schwert hier hängen. Und es wird beleuchtet sein. Da könnt ihr drauf wetten. Schläft das Schwert mit im Bett? Nein, es kommt natürlich in die Buttermesserschublade. Ich habe auch das starke Bedürfnis, ein YouTube-Video zu drehen, wo ich mir ein Brot mache mit diesem Schwert. Einfach an die Decke hängen, so Damokles-mäßig. Nee, Damokles ist nicht so meine Lieblingsschwertgeschichte, muss ich sagen. Leute, wir werden mit diesem Schwert so viel Elo machen. Replika ist nicht das echte. Nee, das echte wollte League nicht rausgeben, tatsächlich. Wir haben bei Riot gefragt, aber das wollten sie behalten. Tausche gegen Glurak. Holo Glurak First Gen? Dann können wir drüber reden. Just kidding, das ist mein Schwert, das kriegst du nicht. Klingen sollten niemals im Boden berühren. Zum Glück ist das keine Klinge. Es ist eben extra nicht geschärft. Und zweitens ist da eine Menge Decke drunter jetzt. Läufst du dann durch Berlin und machst Queue of Random, Leute? Ja, so ungefähr, genau. Hast du die Cosplay bei der nächsten Gamescom oder Dokumi? Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Schwert länger als eine halbe Stunde rumlaufen möchte, glaube ich. Ehrlich gesagt. Also da habe ich so meine Zweifel. Schmierst du mit dem Schwert von nun an dein Nutella-Brot? Sagen wir mal, ich hätte schon Lust auf Content in diese Richtung, so einmalig. Mal schauen. Wir segnen das nächste Game jetzt mit Elo. O große die Götter. O großer Master Yi. Wir heiligen dieses Schwert in der Hoffnung auf Elo zu stoßen. In dem Game war keine LP versteckt. Das Schwert hat uns bewahrt. Fiddlesticks-Bann. Wusstest du, dass du, bevor die Splash-Arts bei den Bands angezeigt werden, erkennen kannst, dass dein Champ gebannt wurde? Will ich das wissen? Wie das geht? Oder meinst du, weil das oben rechts angezeigt wird? Ich will es selbst rausfinden. Midcalled Fake Master Yi? Lol, der gegnerische Midlane heißt Fake Master Yi. So, wen will ich hier ganken? Toplane? Midlane. Notiert. Hat der Midlaner Schwert? Ich bezweifle es stark. Ich bezweifle es ganz stark, dass der ein Schwert hat. Ne, Diana fängt wahrscheinlich einen Blue Buff an, ne? Das heißt, ich würde wieder aufgrund von Assumptions invaden. Aber das ist auch wiederum ein Fetisch von mir mal. Mid und Toplane haben für die Gegner Prio. Und Regel Nummer 1 beim Invaden, invade nicht, wenn die beiden gegnerischen Lanes Prio haben. Was macht Lukas? Richtig. Danke für Ihre Donation an Airphonix Enterprises. Boah, da würde ich ja schon gerne helfen, aber ich will auch gerne Full clearen. Oh, ich hätte helfen sollen. Überlebst du das? Du überlebst das? Oh mein Gott, das ist so big für mich. Sowas habe ich noch nie gemacht, so einfach meine Lane zu verlassen. Aber das wird sich lohnen. Ich habe nämlich immer noch Red Buff. Lethal Tempo! Nein, der Stun! Ich hatte fast wieder Q!
Ich wollte Double Strike auf Minion für Q, dann hätte ich sie beide töten können. Ich hätte Reset gekriegt. Ah. Ah, so close, my friend. So close to snowballing the shit out of you. Kommt sie jetzt wieder hierher, ist die Frage? Ist sie so lebensmüde? Nein, das heißt, sie geht Topside clearen, korrekt. Und sie sollte keine Vision auf den Drake haben. Das heißt, ich mache jetzt einfach Drake. Oh, she fucked up. Ah, kann ich aber nicht weiter rein. Oh mein Gott, sie wollte Botlane gang und hat meinen Drake-Attempt nicht gesehen. Sowas ist immer tilting als Jungler. Sehr schön. Wenn du ein SHWERT-Video machst, dann bei Thanos Meme. Oh. Ah, jetzt muss ich für Shelly gehen. Ich würde sehr gerne Toplane kommen. Aber ich muss jetzt erst Shelly machen hier. Ja, wenn du kannst. Aber der rennt halt einfach, ne? Der Double Dash jetzt raus. Oh, der geht rein? Okay, nee, aber weiter. Are we really going? Lecker. So, ich könnte jetzt auch. Oh, nee. Oh nein, ich habe mir selbst die Vision auf sie gecancelt. Ich wollte halt out of Auto-Attack-Range von dem Yasuo gehen. Deswegen bin ich nach oben gekitet. Aber ich habe mir damit selbst die Vision auf sie genommen. Gibt Red Buff nicht True Vision? Oh, wie unlucky. Okay, no, yes, yes, yes. Doch, das ist uns mies. Nein? Okay, gut, willst du nicht. Na gut. Ja, fair enough. Von Rakan hier ist es ein Argument. Komm, survive, my friend. You're not gonna survive, you're just gonna die. Nein, nein, nein. Du stunst mich jetzt zwar noch, aber... Okay, nicht mehr rechtzeitig. Sehr gut. Frage ist, wo ist die Diana? Das Ding ist, Nasus will diesen Tower nicht, ne? Nasus will diesen Tower eigentlich nicht. So, kurz, bevor ich jetzt wieder einen Fehler mache. Sind diese Textbibliotheken ein Fehler? Ja. Tabis sind hier doch terribly broken, Lukas. Bau einfach Tabis, bitte. Yasuo, Jhin, Renekton. Ah, das wird eine typische Split-Push, Shelly. You fight this guy. Sehr schön. Da kommt das Gold zu mir geflogen. Ein ganzer Kill for free. Den Tower kriegen sie nicht mehr ganz, glaube ich, aber viel davon. Okay, Flash. Also. Der wäre auch definitiv tot gewesen, wenn er da geblieben wäre. Ich hole mir kurz die Diana ab. Ich habe nämlich auch gleich wieder Flash ab, das ist ideal. Oh, Lukas. So schlecht gespielt von mir. Egal. Und jetzt? Oh. Ei, und jetzt, Lukas, wie oft musst du dir noch selbst beibringen, dass du niemals und jetzt sagen darfst? Immer wenn du und jetzt sagst, stirbst du. Halt dein Maul, bitte. Ah, schon krass, der Movement, der Attack-Speed fehlt schon sehr, wenn man dir Attack-Speed-Boots nicht baut. Oh my. Oh my, what did you do? Die gehen gar nicht davon aus, dass dann die sind davon ausgegangen, dass sie Unterstützung hatte. Die sind gar nicht davon ausgegangen, dass sie einfach out of position war. Das erschien einfach zu unlikely. Ich muss gleich mal kurz wieder ans Schwert beten hier. Das geht mir zu langsam voran hier. Wir brauchen ein bisschen... Guidance vom Buff. Das ist so schlecht. Du kannst halt noch nicht Split pushen. Du bist halt leider noch nicht gefeared genug zum Split pushen. Es tut mir leid. Oh, oh my. Ich musste smiten zum Heilen, aber es hat funktioniert. Split push Shelly prevailing once again. Oh, wir kriegen hier einen Inhib. Oh, Split Push Shelly. The one and only. Das Schwert hat mich erhört. Okay, sehr, sehr, sehr gut. Ich hab den gepanic-smited. Ich hatte absolut keine Übersicht in diesem Fall. Ich habe nicht gemerkt, ob ich CC'd bin oder nicht. Ich habe gar nichts gemerkt. Auch nicht, wie viel Leben ich hatte. Deswegen habe ich einfach richtig gepanic-smited. Ich dachte mir, besser, ich lebe jetzt hier und wir gewinnen den Fight und verlieren vielleicht den Drake, als dass ich sterbe. Ui, 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 ui. Okay, Nasus, das reicht. Du überlebst das. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, das ist unser Fight. Das ist so unser Fight. Was war das denn? The speed will work against them! Becken alle? Okay, dann becke ich mit euch. Das war noch in Ult Range! Wow, egal, zwei Kills. Wer für uns. Nicht, wenn du in Renekton reinläufst. Junge, der macht einfach weiter. Er macht einfach weiter. Oh mein Gott, und sie kriegen das jetzt sogar. Nasus has arrived. Der hat erst 480 Stacks.
Kann ich aufhören zum Engagen zu queuen? Was ist los mit mir? Das mache ich so oft heute. Das mache ich sonst nie. Was ist los mit mir? Warum tue ich das? Ich weiß auch, dass das schlecht ist. Finish this shit. Warte, wir können das nicht finishen? Nice. Good job, Lukas. Ah, immerhin. Immerhin. Wir danken dem Schwert. Wir danken dem Schwert für die Elo. Liebes Schwert, sehr verehrte Inder und Interinnen, gemeinsam haben wir uns diese Elo verdient. Mit dem Schwert!